Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu den Grundkompetenzen von Windows 11. Jetzt geht es darum, im Windows Explorer einen neuen Ordner zu erzeugen und diesen einen Namen zu geben. Ich bin hier schon bereits im Windows Explorer. Du weißt, mit der Windows-Taste plus E, also dieser Tastenkombination, kannst du den Explorer öffnen. Ich bin bereits in einem Ordner und jetzt möchte ich einen neuen Ordner anlegen. Ganz einfach, rechte Maustaste, neu und Ordner. Und den nenne ich jetzt XYZ. Und somit habe ich den Ordner festgelegt. Eine weitere Möglichkeit wäre, hier auf Neu zu gehen, links oben auf Ordner, und den nenne ich dann WER. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.